Es ist nichts. Ich finde es nur sehr heiß hier. Es gibt hier Schwierigkeiten, Sänger. Ihr müsst mir helfen. Ihr habt recht, ich habe es auch gespürt. Ich bitte euch, sagt mir, wie ich an das Klapperstelle euch helfen kann. Ihr müsst wissen, wer in letzter Zeit die Burg besucht hat und wo sie ihre Zeit verbracht haben. Als Sänger kennt ihr die Geschichten dieser Burg besser als andere. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe im Schatten dieser Mauern gespielt, doch es gab viele Orte, zu denen ich keinen Zutritt hatte. Nun bin ich etwa, gehe, wohin ich will, doch sagt mir, gibt es in dieser Burg Orte, von denen ich noch nie gehört habe? Aber welches Recht habt ihr, solche Fragen zu stellen, Kind? Ich bin kein Kind mehr, Sänger. Die gesamte Burg ist in Gefahr, sogar ihre geheimsten und heiligsten Orte. Bitte, Sänger, Gorin hätte es so gewollt. Seufzt. Ich werde langsam alt und die Jungen sind auch nicht mehr so jung und Sorgen und die Sorgenfreien nicht mehr so sorgenfrei. Alaundu, der Seher, der diese Festung des Wissens gegründet hat und dessen Wahrsagung ich jeden Tag singe, ist tief im Inneren dieses Ortes begraben. Ich sage es euch, Brennumir, weil ihr recht habt. Es ist Zeit, dass ihr es wisst. Aber in Gorsam rate ich euch nicht, in diese bewachten Hallen vorzudringen, in denen sich zu den Fallen befinden, es sei denn eine höhere Macht als ich es bin, bittet euch darum. Euer Stiefvater würde mit eurem Verlust niemals verzeihen. Ich muss jetzt gehen, Kind. Brennoe, es ist Zeit, die Wahrsagung des Sehers zu singen, wie ich es immer tue. Kerzenburg hat viele gehütete Geheimnisse, doch eines davon habe ich jetzt gelüftet. Der Sänger sagt, dass sich Krypten unter der Burg befinden, in denen die Gebeine von Alaundu und wer weiß wem sonst noch liegen. Leider wusste er nichts über die Gefahren, die dort unten lauern. Ja. Da an dem Regal war ich schon. Spiegelbild, noch ein Gelehrter. Geschichte der Drachenküste. Aber ich glaube, das Buch, was es hier gibt, liegt bei Alaundu Entschuldigt begraben. mich, aber ich komme zu spät zu meinem Hey, ich erinnere Unterricht. mich an euch. Euer Vater war doch Gurion, stimmt's? Ihr solltet all diese eigenartigen Leute sehen, die heutzutage herkommen. Drei Männer arbeiten für diese Handelsorganisation. Aber ja, das kennen wir schon. Schattental. Also, wir haben Gelehrte und Diese Ogma-Priester. Wände umschließen das Wissen der Welt. Ich dachte wohl, ihr könntet außerhalb dieser Mauer etwas Wertvolles lernen, Bruno hier. Was? Ich wusste, dass ihr vor dem Winter zurückgerannt kommt. Wie viele Tage waren wir weg? 88 Tage, also keine 3 Monate. Wobei ja hier anders gezählt wird. Doch. Das Jahr hat 365 Tage. Davon gibt es. Sind es jeweils 12 mal 30 Tage, also 13 Tage, 3 Wochen, also in der Zeitrechnung von Toril. Also in Toril hat eine Woche 10 Tage, deswegen nennt man sie 10 Tag, nicht nur eine Woche. Also 3 Wochen, 13 Tage sind 1 Monat. Sind 30 Tage. Und da gibt es 5 Tage, die nicht direkt in den Monat fallen, sondern die Jahreszeitenübergänge und das Neujahr sind. Geschichte von Tethyr. Geschichte des Nordens. Noch eine Geschichte des Nordens. Ihr benötigt etwas, Fremde? Koveras. Ah, ich dachte mir schon, dass ich euch hier irgendwo finden würde. Gestattet ihr, dass ich mich vorstelle? Aber bitte doch. Ich heiße Koveras. Ich habe früher für euren Vater gearbeitet und seinen Hafner vorhin in Tiefwasser Nachrichten überbracht. Vor seinem Tod vertraute er mir diesen Ring an und bat mich, ihn euch zu geben, wenn ihm jemals etwas zustoßen sollte. Nehmt ihr ihn an? Nun, das Unglück hat ihn getroffen, stimmt, aber ich will dennoch nichts von eurem Tant. Und welches Unglück befiel ihn, Koveras? Wenn es der Wille meines Vaters ist, werde ich ihn tragen. Habt Dank für eure Freundlichkeit. Welches Unglück befiel ihn? Ihr wart dort, ihr habt alles gesehen. Eine Frau, eine bewaffnete Gestalt und 2 keulenschwingende Ogre. Aber Gorions lächerliche Magie hat wenig gegen sie genützt, oder? Und ihr seid mit eingezogenem Schwanz weggelaufen und habt euch bis zum Tageseinbruch im Wald versteckt. Und jetzt ist es soweit, oder? Der Eisenthron ist zum Greifen nah und ihr könnt Rache für diese Nacht nehmen. Ihr kennt mich gut, Corveras, und meinen Vater auch. Gebt mir diesen Ring und lasst mich Rache nehmen. Ihr habt recht, Koveras. Ich war dort, ich selbst, mein Vater und 4 andere, die versuchten uns zu töten. Aber wo wart ihr, wenn ihr so viel davon wisst?
Wenn ihr so völlig Vertrauen habt, wundert es mich nicht, dass ich. Dass ihr bis. Wundert es mich, dass ihr bis hierher gekommen seid. Es macht alles nichts. Ihr werdet eure Rache oder euer Verderben durch die Hände des Eisentruns finden. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, das war Corveras. Also Sariobok eigentlich. Entschuldigt mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Da ist auch nur ein normales Buch drin. Also ja, und der Ring, den er uns eigentlich gegeben hätte, wäre einfach verflucht gewesen. Und Mavs Säurefall. Eine Wache. Geschichte des Elfenhofes. Hallo, Wache. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Genau, wo habt ihr diese ganze Zeit gesteckt? Die Sorte ist auseinandergebrochen, weil ihr nicht da wart. Wart euch um die Dinge zu kümmern. Okay. Gelehrte Lystras. Glocken der Tiefe. Okay. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. So, es ist die Frage, ist das der dritte Stock oder der zweite erst? Okay, das hier ist der dritte Stock, der offizielle dritte. Weil da oben sind die Jungs vom Eisenthron, also ich habe Brunos gesehen. Einer der anderen beiden Anführer, den dritten haben wir ja schon im Eisenthron erledigt. So, noch eine Glückrolle. Und ja, ich denke mal, die Priester und so haben alle dasselbe zu sagen. Jede Menge Geschichten des Schattentals. Eine Schildrolle. Gut, das heißt, ja? Wir gehen noch als höher. Wie kann ich helfen? Priester Schistal. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das Wissen der Welt. Schistal benimmt sich merkwürdig. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich habe viel zu tun. Ihr kennt ihr mich nicht, ich bin's Benno hier. Aber sicher, Benno, ich habe euer Gesicht nicht wiedererkannt. Tut mir leid, ich hoffe, dass eure Reise angenehm war. Im Mantelwald kann es zu dieser Jahreszeit ziemlich kalt werden, entschuldigt mich. Jetzt bitte, ich muss gehen. Woher wisst ihr, dass ich im Mantelwald war? Ich habe in der Gegend Verwandte, die haben mich wohl gesehen und mir eine Nachricht über eure Fortschritte gesandt. Aber Schiffstar, ihr habt noch nie eine Familie erwähnt. Wir haben uns auseinandergelebt und sehen uns nur selten. Ich hätte das nicht erwähnen brauchen. Jetzt muss ich wirklich gehen. Ich habe noch einiges zu tun. Ich glaube, ihr lügt mich an, Schissstahl. Ihr seid nicht der Mann, den ich kannte. Ich kann euch nur raten, mich in Ruhe zu lassen. Diese Spielchen sind mir nämlich langsam langweilig. Nehmt eure Fragen, verschwindet, Primat. Primat, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Wer seid ihr wirklich? Ich bin euer Tod, törichtes Fleisch. Ein Doppelgänger hat Schistal seiner Gestalt beraubt. Die gute Nachricht ist, ich konnte das Monster dazu zwingen, seine wahre Identität zu erhöhen. Die schlechte, es gibt sicher noch mehr von diesen Kreaturen, die sich als Leute geben, mit denen ich bekannt und vertraut bin. Worum geht es? Das Problem ist, das ist ein höherer Doppelgänger. Also, Nera, hau ich mal eine drauf. Ja? Gut. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, hier sind verschlossene Sachen. Ja, Mann, mit Vergnügen. Was ist es diesmal? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Für
Für euch tue ich mit Vergnügen. Okay. Ja, ich werde mich im Safana kann natürlich nicht ihre Finger lassen. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, ein Gelehrter, eine Wache, ein Priester des Ogma. Schattentalgeschichten, hier ist nichts drin. Schriftrollen. Diese Wände umschließen das Wissen. Den linken Fuß vor den linken Fuß zurück, den linken Fuß vor und oh, ich hätte euch gar nicht gesehen. Die Weisheit von Ogma zeigt sich auf sehr verschiedene Weise. Ich bin schon auf dem Weg. Weisheit haben nur die Gelehrten. Ja. Den finde ich im 6. Stock. Wir sind gerade im 4. Das ist auch nur ein normales Buch und auch nur ein normales Buch. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Oh, ein Stab. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Bücherregal. Und was verschlossen ist. Noch was Verschlossenes. Noch mehr Schriftrollen. $20 und ein Kopfkissen. Für euch tue ich alle, wenn das euer Wunsch ist. Ja, Safana lässt sich das nicht nehmen, hier einfach mal alles auszuräumen. Auch wenn es nur alle Halsketten und so sind. Wie kann ich helfen? Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fühle mich so sinnlich. Okay. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Unsere Bibliothek ist der Harem des Wissens der Menschheit. Piato, bueno, freut mich, euch zu sehen. Es geht doch hoffentlich gut, ja? So gut, wie man erwarten kann, Piato. Wie ist es euch ergangen? Ich fühle mich, als ob ich das Leben in einer Schlinge mitschleppt, Piato. Überhaupt nicht gut. Aus dem Weg, Piato, ich bin nicht in Stimmung. Wie ist es euch ergangen? Oh, ich sehne mich nach der Zeit zurück, als ihr im Kurren die Kerzenburg noch euer Zuhause nanntet. Ihr habt Leben in diese Mauern gebracht. Ich muss mich später noch ausführlich mit euch unterhalten. Doch ruht euch jetzt erstmal aus. Das dritte Zimmer im östlichen Korridor wie früher. Ich glaube, dass dort noch einige Sachen für euch sind. Wir werden uns dann später wiedersehen. Piato begrüßte mich herzlich und hieß mich aufs Neue in Kerzenburg willkommen. Er sagte auch, dass in Gorins alten Zimmer vielleicht ein paar für mich bestimmte Gegenstände liegen können. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, mein alter Freund Piato hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass für mich einige Gegenstände in Gorins Zimmer liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wichtig für mich ist, sie genauer in Augenschein zu nehmen. Wenn ich Gorins Zimmer durchsucht habe, sollte ich mit meinen Nachforschungen über die Anführer des Eisentruns fortfahren. Mhm. Das ist auch nur ein normales Buch, oder? Ja, die Geschichte des Mondsees, die kennen wir ja schon. Geschichte des Nordens. Nichts. Was Verschlossenes und noch was Verschlossenes. Ja, mein Wenn das also Safana. Nur zu fragen. Geld. Und nichts. Ein Brief. Mein Kind, Brenway, wenn du diese Zeilen liest, wird mich bereits ein frühzeitiger Tod ereilt haben. Ich möchte dich bitten, nicht um mich zu trauen, doch der Gedanke, dass du es dennoch tust, erwärmt mein Herz. In diesem Brief stehen Dinge, die ich dir vielleicht schon erzählt habe. Wenn mein Tod jedoch zu früh gekommen ist, hätte ich nie mehr die Gelegenheit gehabt, sie dir zu erzählen. Als erstes muss ich dir sagen, dass ich nicht dein leiblicher Vater bin. Diese Ehre steht einem gewissen Baal zu. Der Baal, von dem ich spreche, ist derjenige, den du als Gottheit kennst. In einer Zeit der Krise, bekannt unter dem Namen Zeit der Unruhen, als die Götter durch Ferun wanderten, musste auch Baal in eine sterbliche Hülle schlüpfen. Durch irgendwas wurde er gewarnt, dass er sterben müsste. Aus mir unbekannten Gründen suchte er sich Frauen jeder Rasse aus und nahm sie sich.
Deine Mutter war eine dieser Frauen und wie du weißt, verstarb sie bei deiner Geburt. Ich war ihr Freund und einst auch ihr Liebhaber, also fühlte ich mich verpflichtet, dich als mein eigenes Kind aufzuziehen. Ich habe dich immer als mein Kind angesehen und ich hoffe, du siehst mich immer noch als deinen Vater an. Du bist ein besonderes Kind, das Blut der Götter fließt in deinen Adern. Wenn du von unserer großen Bibliothek Gebrauch machst, wirst du herausfinden, dass Alaundu, unser Stammvater, viele Prophezeiungen über das Kommen der Nachfahren Bals getroffen hat. Es gibt viele, die dich zu ihren eigenen Zwecken missbrauchen wollen. Die größte Gefahr verbirgt sich hinter einem... Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Verbirgt sich hinter einem Mann namens Sarivok. Er hat hier in Kerzenburg Studien betrieben und weiß deshalb viel über dich und deine Vergangenheit. Orion.